Schluss mit Steueroasen. Ich trockne sie aus. Abschaffung der Zeitumstellung. Yes! Ganz Deutschland mit Käse überbacken. Das klingt vernünftig. Und zum Schluss das Recht auf Homeoffice. Ja. Hallo, ich bin Florian Prokop und ich will rausfinden, ob Petitionen überhaupt was bringen. Ja, ja, Petitionen. Das wird ja immer so belächelt. Schreibtischaktivismus, Klicktivismus und so. Aber eigentlich können die doch ganz sinnvoll sein, oder nicht? Oder hören die Leute nur bei Bullshit so richtig zu? Es gibt eine Reihe von Petitionen, die etwas bewegt haben. Zum Beispiel haben Schüler in Franken bewirkt, dass ihre Abi-Noten früher bekannt gegeben werden. In Leipzig haben sich ein paar Schüler unter anderem mit einer Petition gegen die Abschiebung ihres Mitschülers Luan gewehrt. Der sollte in den Kosovo zurück. Inzwischen ist die Lage aber anders. Luan darf bleiben. Und in Nordrhein-Westfalen wollte die Regierung ein vergünstigtes Monatsticket abschaffen, mit dem Menschen mit geringem Einkommen in Bussen und Bahnen unterwegs waren. Knapp 45.000 Menschen haben die Petition dagegen unterzeichnet und siehe da, das Ticket ist 2018 vorerst weiter finanziert. Es ist jetzt nicht so, dass diese Sachen ausschließlich wegen der Petition passiert sind, aber sie haben in allen Fällen Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und den Verantwortlichen gezeigt, dass viele Menschen die Sache anders sehen. So, wir machen heute ein Experiment. Was kriegt mehr Aufmerksamkeit? Eine Bullshit-Petition oder eine Petition zu einem ernsthaften Thema? Ich habe schon zwei Petitionen vorbereitet. Einmal fordern wir eine Umweltsteuer auf Coffee-to-go-Becher. Und die Bullshit-Variante ist, wir fordern das Verbot von Bauchtaschen im öffentlichen Raum. So, ich habe beide Petitionen jetzt tatsächlich abgeschickt und ich werde auch in den nächsten Tagen für beide werben und für beide versuchen, Stimmen zu fangen. Bei welchem Anbieter ist eure Petition gut aufgehoben? Grundsätzlich wirken ja alle erstmal sympathisch. Sie helfen euch, etwas zu bewegen. Einige Anbieter sind allerdings in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass sie Daten verkauft haben. Die Zahl möglicher Interessenten ist groß. Immerhin haben die Plattformen Daten darüber, wie ihr politisch eingestellt seid. Überlegt euch also wie immer, bei wem ihr was preisgebt. Ich glaube, dass Petitionen das Potenzial hätten, was zu bewirken, wenn die Leute sich mehr engagieren würden, wenn die Leute sich auch mehr informieren würden und wenn die Leute eine klarere Haltung vertreten würden. Keine Ahnung, ich bekomme es immer nur so halb mit, ob deswegen was passiert oder nicht. Also manchmal wohl, aber manchmal irgendwie geht das auch unter, wo ich mir dann denke, ja, wofür habe ich dafür jetzt unterschrieben oder so. Ich glaube, sie sind sinnvoll, um zu zeigen, dass die Bürger gegen eine Sache sind, die die Politik beschließt. Die Bauchtaschenpetition wurde von Open Petition gelöscht. Wir haben eine Mail von denen bekommen, dass satirische Petitionen bei denen in den Trollturm kommen. Aber ich meine, eigentlich ist es ja gut, dass sie Quatschinhalten keine Chance bieten wollen. Bei der Umweltsteuerpetition sieht es so aus, dass wir bis dato 91 Unterschriften gesammelt haben. Das ist ehrlich gesagt nicht besonders viel. Aber ich habe mich auch überhaupt nicht mehr darum gekümmert. Es ist nämlich auch Arbeit, die Petitionen an Leute zu verteilen, sodass sie dann Unterschriften überhaupt kriegt. Petitionen sind also ein super Einstieg in ein politisches Thema. Gerade auch für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, an Demonstrationen und anderen Formen des Aktivismus teilzunehmen. Aus welchen Gründen auch immer.